Das Presseportal berichtete zum Thema Leitungswasser: selten genutzte Rohrleitungen erst durchspülen. TÜV Rheinland: Trinkwasserqualität in Deutschland sehr gut. Keimbildung durch lange Standzeiten in den Leitungen. Mein sauberes Trinkwasser. Heute: TÜV Rheinland empfiehlt Rohrleitungen erst durchspülen. Köln: Leitungswasser ist das in Deutschland am besten kontrollierte Lebensmittel. Obwohl hierzulande die Trinkwasserversorgung die Qualität zum bedenkenlosen Verzehr sicherstellt, kann das Leitungswasser schädliche Bakterien enthalten. Ab dem hauseigenen Wasserzähler ist nicht mehr das Wasserwerk, sondern der Gebäudeinhaber oder Betreiber für die Instandhaltung der Trinkwasserinstallation und die Qualität des Trinkwassers verantwortlich. Die technischen Voraussetzungen und die Nutzung der Leitungen können die Qualität negativ beeinflussen. Wasser einige Minuten laufen lassen. In den Wasserleitungen können sich Mikroorganismen wie Legionellen oder E. coli vermehren, die zu Krankheiten im Magen- und Darmbereich oder der Lunge führen können. Gefördert wird dieses Wachstum, wenn das Wasser lange Zeit in den Leitungen steht. Wasser, das zum Beispiel in Urlaubszeiten länger als 72 Stunden in der Leitung steht, sollten wir nicht mehr als Trinkwasser verwenden. Vor der Nutzung sollte das Wasser längere Zeit aus der Leitung fließen. Generell sollte Wasser zur Verbesserung der Hygiene regelmäßig aus allen Hähnen abfließen und nach 4 Stunden Standzeit 10 Sekunden fließen, bevor es zur Nahrungsmittelzubereitung verwendet wird. Hygiene und regelmäßige Kontrolle. Kalk im Wasser ist zwar nicht schädlich, aber eine Nahrungsquelle für Bakterien. Daher sollten Wasserhahndüsen und Duschköpfe regelmäßig erneuert werden. Verbrauchern rät Dr. Wassermann: nur zertifizierte Produkte mit Trinkwassereignung aus hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel Edelstahl, zu verwenden. Um Bakterienwachstum zu vermeiden, sollte kaltes Wasser mit einer Wassertemperatur von unter 25 Grad Celsius und warmes Wasser mit einer Temperatur von 60 Grad aus der Leitung fließen. Beim Vorliegen einer zentralen Warmwasserversorgung müssen gemäß Trinkwasserverordnung nahezu alle öffentlichen Immobilien einmal im Jahr und gewerblich genutzte Mietobjekte alle 3 Jahre durch akkreditierte und nach Trinkwasserverordnung gelistete Trinkwasserprüfstellen wie TÜV Rheinland geprüft werden. Wenn Trinkwasser längere Zeit in der Leitung steht, ist es kein Trinkwasser mehr, sondern Stagnationswasser. Stagnationswasser ist laut Umweltbundesamt Trinkwasser, das mehr als 4 Stunden in der Leitung gestanden hat. Es kann auftreten. Überall, wo es zwischen Wasserwerk und Entnahmestelle länger als 4 Stunden steht. In Leitungen, die zu einzelnen Häusern, Grundstücken oder Hydranten abzweigen, wo keine Entnahme erfolgt. Zum Beispiel Baugrundstücke, leerstehende alte Häuser. In Leitungen zu Gebäuden und Einrichtungen, in denen zeitweise keine kontinuierliche Entnahme erfolgt. Zum Beispiel leerstehende Wohnungen, Gewerbeobjekte, Hotels, öffentliche Einrichtungen, die zeitweise geschlossen haben, wie etwa über das Wochenende in Schulferien. Auf dem eigenen Grundstück, zum Beispiel Garage, Außen, Zapfhahn und Gartenwasserhahn. Im eigenen Haus, zum Beispiel Keller, Gäste-WC, Gästewohnung, nicht genutzte Leitungen, sogenannte Totleitungen. In der eigenen Wohnung, zum Beispiel Gäste-WC, Dusche, Badewannenarmatur, alle Wasserhähne, zum Beispiel über Nacht. Fazit: unter Beachtung der Stagnationszeiten sollte man stets das Wasser vor der Nutzung erst eine Zeit lang ablaufen lassen. Dies gilt für jeden Morgen im Bad und auch in der Küche. Ebenso ist es nach längerer Abwesenheit am Tage. Im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung ist man am sichersten durch den Einbau von automatischen Spülgeräten, je nach Anzahl der Stichleitungen. Allerdings nützen diese Maßnahmen nur, wenn am Hausanschluss auch sauberes Trinkwasser ankommt und kein von Stagnationswasser oder anderen Ursachen kontaminiertes Leitungswasser. Tipp: wir können in der eigenen Wohnung für den Leitungsstrang des Trinkwassers in der Küche mit einem einfachen und wirksamen Trinkwasseraufbereitungssystem sichergehen, dass wir keine Keime und Giftstoffe trinken. Eventuelle Kontaminierungen werden dadurch zuverlässig herausgefiltert und abgetötet. Wenn Sie mehr über sauberes Trinkwasser wissen möchten oder über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann abonnieren Sie den YouTube-Kanal Mein sauberes Trinkwasser.